In diesem Video möchte ich die Inbetriebnahme und Einrichtung des Telekom Speedport Pro zeigen. Beim Speedport Pro handelt es sich um einen Premium-WLAN-Router der Telekom, der Ende 2018 erschienen ist, hier im neuen schwarzen Design. Er hat Gigabit LAN integriert, Gigabit WLAN, dabei auch die neuesten Technologien mit MIMO, also Multi-Antennen-Technologie. In Summe sind 12 WLAN-Antennen verbaut und werden so Geschwindigkeiten von bis zu 9600 Mbit pro Sekunde in Summe erreicht, neueste LTE-Standards und für den Magenta zu Hause DSL-V, DSL-Hybrid-Anschluss geeignet, aber auch in Verbindung mit einem Glasfaseranschluss nutzbar. Ich zeige in diesem Video die Einrichtung des Speedport Pro als neues Gerät an einem Telekom-Neuanschluss, die Einrichtung an einem vorhandenen Anschluss, also Austausch eines vorhandenen Routers, wie zum Beispiel dem Speedport Hybrid als Vorgänger, ist aber relativ ähnlich. Da müssen Sie einfach vorher nochmal Ihr Adressbuch übertragen und möglicherweise gucken, ob Sie das für den WLAN-Schlüssel und den WLAN-Namen behalten möchten, sich diese Daten halt entsprechend notieren. Bei der Einrichtung des Routers kann man sich von der Telekom DSL-Hilfe-App, die es für Android- und iOS-Geräte gibt, unterstützen lassen. Ich gehe jetzt hier einmal Schritt für Schritt durch. Ich möchte hier einen neuen Anschluss einrichten. Da wird dann nochmal gefragt, ob ich die Auftragsbestätigung bekommen habe, ob der Termin schon erreicht ist für die Bereitstellung. Ich muss jetzt hier auswählen, was für einen Tarif ich habe. In meinem Fall habe ich einen Magenta Zuhause Hybrid-Tarif, also die Bündelung von DSL mit LTE. Ich muss jetzt entsprechend den Router auswählen. Ich habe hier den Speedport Pro. Es wird jetzt hier nochmal empfohlen, wie ich den Router aufstellen soll, mich an einem zentralen Ort in der Wohnung nach Möglichkeit für die beste Funkversorgung, was das WLAN, aber auch das LTE betrifft. Und jetzt startet der Einrichtungsprozess. Hier ist exemplarisch ein Bild, das heißt aber noch nicht, dass ich den Strom anstecken soll, sondern ich starte jetzt hier mit den verschiedenen Punkten. Erster Schritt, SIM-Karte bereitlegen. Die habe ich schon hier vor mir liegen. Dann, wenn es eine neue SIM-Karte ist, die noch nicht verwendet wurde, aus dem SIM-Kartenträger rausbrechen. In meinem Fall wechsle ich vom Speedport Hybrid auf den neuen Speedport Pro, deswegen ist die schon im richtigen Format. Ich gehe dann hier auf Weiter und hier wird jetzt erklärt, an welcher Stelle ich die SIM-Karte im Speedport Pro einlegen soll. Wie rum die SIM-Karte eingelegt wird, ist hier auch nochmal als kleine Abbildung auf der Plastik versehen, mit der schrägen Ecke entsprechend ausgerichtet und mit den Kontakten Richtung Geräterückseite wird die SIM-Karte hier reingesteckt und so tief, bis es einmal Klick macht. Im nächsten Schritt der App wird mir erklärt, dass ich alte Komponenten entfernen soll, also insbesondere wenn Sie noch einen DSL-Splitter in Betrieb haben, wird dieser nicht mehr weiterverwendet. Die neuen Anschlüsse der Telekom, die IP-basiert sind, funktionieren splitterlos. Das heißt, die Telefondose wird direkt mit einem Kabel mit Ihrem Router verbunden. Hier wird jetzt erklärt, wie das Ganze gemacht wird mit dem beigelegten Kabel. Dem Speedport Pro liegt ein 10 Meter langes ultraflaches Anschlusskabel bei mit diesem grauen Netzwerkstecker, der an der Unterseite des Speedport Pro eingesteckt wird. Hier sind die 10 Meter Kabel und die Gegenseite kommt in Ihre TAE, also in Ihre Telefondose. Der nächste Schritt ist die Stromversorgung des Speedport Pro. Ich soll also das mitgelieferte Netzteil installieren. Zunächst wird das Netzteil mit dem Speedport Router verbunden. Hier an der Außenseite ist dieser runde Stecker und zum anderen braucht das Netzteil noch die Stromversorgung. Dafür gibt es hier dann ein separates Kabel, was hier an die Seite eingesteckt wird und dann wird diese mit dem Strom verbunden. So, ich stecke jetzt den Stecker in meine Steckdose, in dem Fall hier ein Verlängerungskabel. Das Speedport Pro bootet sich direkt einmal hier mit diesem grünen Licht, was hier durchwandert. In der DSL-Hilfe-App wird nochmal erklärt, dass man jetzt abwarten soll, bis das grüne Licht dann dauerhaft brennt. Es wird jetzt mal geprüft, ist eine aktuelle Firmware auf dem Gerät, ist sonst alles in Ordnung. Und sobald dieser Prüfungsprozess durchlaufen ist, der auch bis zu 10 Minuten dauern kann, dann kann ich mit der Einrichtung fortfahren. So, die Einrichtung ist abgeschlossen. Es brennt jetzt hier nur noch eine grüne LED. Und hier unten das WLAN-Symbol ist ebenfalls grün. Das heißt, das WLAN ist jetzt aktiv. Ich kann also jetzt mit der Einrichtung fortfahren. In der DSL-Hilfe-App ist jetzt als nächster Schritt genannt, Speedphones zu verbinden, also die Schnurlostelefone der Telekom, wie ich sie hier habe. Dazu wird gesagt, ich soll in meinem Speedphone zunächst ins Menü gehen, Menü, dann unter Einstellungen, Einstellungen Router,
Anmeldung. Und dann jetzt wähle ich eine neue Basis aus, weil ich das jetzt ein neues Endgerät hier habe. Und drücke jetzt am Speedport Pro die Plus-Taste hier unten einmal, dass das Gerät in den Anmeldemodus geht und das Speedphone selbst zeigt jetzt auch Anmelden und ist jetzt erfolgreich verbunden. Das kann ich natürlich jetzt auch mit mehreren Endgeräten durchführen. Wenn Sie analoge Endgeräte wie ein altes Analogtelefon oder ein Faxgerät verbinden möchten, liegt hier dieses Anschlusskabel dabei. Dazu muss am Telekom Speedport Pro die Rückseite entfernt worden, das ist so eine kleine Klappe. Da wird das Kabel dann angesteckt hier mit dem orangen Stecker und dann können hier analoge Endgeräte angeschlossen werden. Dank des integrierten ISDN-Schnull am Speedport Pro können auch ISDN-Telefone oder eine vorhandene ISDN-Telefonanlage verbunden werden. Im nächsten Schritt sagt die DSL-Hilfe-App, ich soll das WLAN verbinden. Gehe hier einmal weiter. Hier wird nochmal nachgefragt, ob das WLAN aktiv ist am Router. Ist zwar ein anderer abgebildet, aber letztlich das Prinzip das gleiche. Also ob diese WLAN-Leuchte dauerhaft an ist, bestätige ich mit Ja. Und jetzt ist hier empfohlen, mit dem Router verbinden. Ich kann entweder die Zugangsdaten, also WLAN-Name und WLAN-Passwort manuell eingeben, oder ich kann den QR-Code scannen mit meinem Endgerät. Dieser verbindet sich hier oben auf der Oberseite des Speedport Pro, aber auch hier in diesem Flyer, den man entnehmen kann, ist ebenfalls dieser QR-Code drin. Und das probiere ich jetzt einmal mit dem Scannen. So, jetzt fragt die App nochmal nach, ob das WLAN tatsächlich verbunden werden soll. Das bestätige ich einmal. Und die Verbindung wird nun hergestellt. So, das WLAN hat sich jetzt verbunden und die App geht jetzt weiter, prüft nochmal die DSL-Verbindung, ob soweit alles korrekt verbunden und angeschlossen ist. So, das WLAN ist jetzt verbunden, die Verbindung ist erfolgreich hergestellt und ich kann jetzt den Anschluss weiter einrichten. Der Router macht die meisten Schritte automatisch. Wenn Sie ein Telekom Speedport Pro im Telekom IP-Netz betreiben, erfolgt die Einrichtung im Regelfall vollkommen automatisch. Also das manuelle Eingeben und Zugangsdaten und so weiter entfällt mittlerweile. So, der Router ist jetzt zu 100% eingerichtet. Ich gehe auf Weiter. Hier wird das nochmal bestätigt. Und ich könnte hier zum Beispiel einen Speedtest starten oder den Vorgang abschließen. Das Speedport Pro kann noch weiter konfiguriert werden. Entweder über einen Browser, zum Beispiel über den Laptop oder PC, über speedport.ip im Browser eingeben oder auch über die DSL-Hilfe-App. Hier gibt es zum Beispiel den Punkt Mein WLAN. Sind verschiedene Punkte Heimnetzwerk, Gastnetzwerk, WLAN optimieren und Datenempfang. Bei Heimnetzwerk wird zum Beispiel geschaut, welche Geräte sind aktuell verbunden. Das kann ich mir anzeigen lassen. Ich kann das WLAN-Passwort ändern, den WLAN-Namen ändern. Diese Punkte verbergen sich alle hier drunter. Das wird jetzt entsprechend geladen, der Menüpunkt. Und hier gibt es jetzt die Geschichte, den WLAN-Namen zu ändern, das WLAN-Passwort zu ändern. Ich kann mir hier verbundene Endgeräte anzeigen. Das ist jetzt nur das iPad, was ich hier verbunden habe. Also diese Punkte verbergen sich hier hinter. Ich kann hier das Gäste-WLAN einrichten, ein eigenes WLAN, was quasi von meinem privaten Netzwerk getrennt ist und da was ich dann meinen Gästen einfach zur Verfügung stellen kann. Auch das wird im Hintergrund jetzt geladen. So, im Menü Gast für WLAN kann ich zum einen die WLAN-Daten direkt teilen, dann kann ich auch hier verbundene Geräte anzeigen, in dem Fall kein Gästegerät verbunden. Ich kann den Namen ändern, das Passwort für das Gäste-WLAN sollte natürlich ein anderes Passwort sein als das für mein eigenes WLAN. Und ob ich hier WPS für Gastnetzwerk aktivieren möchte oder nicht und wie lange auch das Netzwerk verfügbar ist. Im Menüpunkt WLAN optimieren finden Sie einige Tipps und Tricks, wie Sie die Reichweite Ihres eigenen WLANs verbessern können. Sie können die Geschwindigkeit messen und sich verschiedene Ratgeber anschauen, aber auch den WLAN-Kanal wechseln. Wenn Sie zum Beispiel durch Nachbar-WLANs von Ihren Nachbarn gestört werden, dann kann man sich auch einen anderen Kanal suchen. Das Speedport Pro ist seit Juli 2019 auch Mesh-fähig, das heißt, Sie können bis zu 5 dieser Speed Home Wi-Fi Adapter noch ergänzen und damit Ihr Netzwerk erweitern. Das Mesh-Netzwerk ermöglicht ein unterbrechungsfreies WLAN in allen Ihren Räumen. Es gibt in der DSL-Hilfe-App da auch entsprechende Funktionen, dass Sie Ihren Grundriss zeichnen und das WLAN in den verschiedenen Ecken Ihres Hauses messen und jetzt werden Ihnen dann Empfehlungen gegeben,
an welcher Stelle der Repeater dann stehen soll. Und wie gesagt, Mesh-Netzwerk insofern, dass halt auch direktes Handover der Datenverbindung erfolgt, also wirklich unterbrechungsfrei Sie surfen können, auch wenn Sie sich durchs Haus bewegen. Das SpeedPort Pro unterstützt auch die WLAN-Anmeldung per NFC. Ich drücke hier einmal den Plus-Button, um mein Gerät hinzuzufügen, halte dann ein NFC-fähiges Gerät hier mittig vor. In der Mitte vom SpeedPort Pro ist ja so ein kleines N, so ein NFC-Symbol. Und hier wurde jetzt das WLAN erkannt. Möchten Sie die Verbindung zu dem WLAN herstellen, dann kann ich die Verbindung jetzt bestätigen und brauche keine Kennwörter eingeben. Wenn Sie wie ich das SpeedPort Pro am Hybridanschluss der Telekom nutzen, also eine LTE-SIM-Karte eingelegt ist und Sie die Signalstärke prüfen möchten, kann man hier diesen Plus-Button an der Unterseite für 3 Sekunden gedrückt halten und dann wechseln hier oben die LED auf Blau und er zeigt mir hier die Signalstärke an. In dem Fall sollte ich also bei mir den Startort noch optimieren. Ich habe hier 2 Empfangsbalken, also noch kein optimaler LTE-Empfang. Bis zu 5 Balken wären hier möglich. Also da kann man sich orientieren, wenn man den Standort des Gerätes bestimmt. Im Menüpunkt Mein Router in der DSL-Hilfe-App wird nochmal der Status des Gerätes ermittelt und Ihnen einige Informationen gegeben. Sie können dort nochmal Einstellungen vornehmen oder dann auch über die Web-Oberfläche dann in das richtige Konfigurationsmenü wechseln. So, die Routerdaten sind empfangen. Zeigt hier nochmal die Bandbreite an meinem Anschluss, die möglich ist, an. Also für UAD-Videos gerade so geeignet. Hier unten kann man verbundene Geräte anzeigen, Systemmeldungen, den Router einmal neu starten, wenn es irgendwelche Probleme gibt, was aber auch über eine Taste auf der Rückseite geht. Und hier unten gibt es nochmal Benutzeroberfläche aufrufen. Damit wechselt das Gerät zum Browser. So, die Hilfe-App ist jetzt in meinem Browser auf dem Tablet gesprungen, in die Benutzeroberfläche. Ich muss jetzt hier allerdings das Gerätepasswort einmal eingeben. Das verbirgt sich hier oben am Router, kann man das ablesen, sofern ich nicht ein eigenes verwendet habe. Ich habe es hier schon mal eingegeben und gehe jetzt auf Anmelden und komme dann in den Einrichtungsprozess nochmal rein. Und da die DSL-Hilfe-App nur eine Grundeinrichtung des Routers vorgenommen hat, springt jetzt hier das Menü erstmal noch in die Einrichtungsprozesse ein, sagt 50% sind eingerichtet, Internet und Telefonie. Und ich kann hier jetzt nochmal eine Feinjustierung meines WLAN-Namens und WLAN-Schlüssels, Kennwortes vornehmen. In den Telefonieeinstellungen zeigt ihr nochmal an, welche Rufnummern meinem Anschluss zugeordnet sind. Diese kann ich dann im nächsten Schritt noch entsprechend zuweisen. Ich muss hier nochmal auswählen, ob ich ISDN-Geräte nutzen möchte. Dann muss ich die Ortsverwahl angeben, sonst kann ich aber weitergehen, wenn ich keine ISDN-Geräte nutzen möchte. Dann ist nochmal die Frage, ob LTE genutzt werden soll. Das ist ja schon hier aktiviert, die SIM-Karte wurde erkannt. Die Empfangsstärke nochmal, die Hinweise, was ich eben aber auch schon erwähnt habe. Die Einstellungen können gesichert werden und damit ist der Assistent jetzt einmal beendet. So, auf der Übersichtsseite sieht man hier nochmal die Funktionen des SpeedPort Pro oder die Statusinformationen. Ich habe das Internet, DSL ist verbunden, LTE ist verbunden, Hybrid, die Verbindung, also die Bündelung ist aktiv. Ich habe keine Netzwerkgeräte per LAN oder USB verbunden, aber 2 WLAN-Geräte bei Telefonie. Diese ist aktiv, also mit dem Telekom-Netz verbunden und ein Schnurlustelefon ist angemeldet. Ich kann hier dann auf der Webseite nochmal Internet-Einstellungen vornehmen, die WLAN-Einstellungen ändern, das Gäste-WLAN anpassen oder ergänzen. Die Rufnummernzuordnung kann ich vornehmen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich mehrere Rufnummern habe, auch sagen, welche Rufnummer auf welchem Schnurlustelefon klingeln soll oder die Faxnummer zum Beispiel auf dem analogen Port. Ich kann neue Telefone verbinden, den Einrichtungsassistenten nochmal neu starten. Und die gleichen Punkte, die hier unten sind, sind letztlich auch hier oben in diesen Menüpunkten versteckt: Internet, Netzwerk und Telefonie. Das Gerät unterstützt natürlich auch Fernsehen der Telekom, also Magenta TV. Hierfür wird ein Netzwerkkabel unten am SpeedPort Pro zum Media Receiver verlegt. Wenn Sie den Media Receiver zum Beispiel in einem anderen Raum stehen haben und keine Netzwerkverbindung möglich ist, dann ist auch eine kabellose Verbindung per WLAN realisierbar. Hierfür benötigen Sie den Speed Home Wi-Fi Adapter. Dieser empfängt dann das WLAN-Signal des SpeedPort Routers und wird dann mit einem kurzen Netzwerkkabel am Media Receiver angeschlossen
und somit können Sie auch kabellos fernsehen. Wenn Sie noch keinen Fernseher in der Telekom nutzen und Interesse an Magenta TV haben, finden Sie weitere Informationen auf unserer Webseite oder Sie wenden sich an unsere Hotline, um sich telefonisch beraten zu lassen. Gern prüfen wir auch für Sie, welche Bandbreite an Ihrem Standort verfügbar ist und welche Tarife für Sie in Frage kommen.